Hallihallo und herzlich willkommen bei Need for Speed Undercover. Job. Undercover. Nee, Transporter. Nicht Undercover, Transporter. Und da haben wir unseren Wagen schon. So, damit nochmal. Hör zu, du sollst was für mich abholen und transportieren. Es muss aber in Rekordzeit da sein. Du darfst dich auf keinen Fall verspäten. Okay. Das ist dieser Mr. Razor. Oder unbekannter Anrufer, den wir hatten in der letzten Folge. Ja, beim ersten Mal ist mir leider das Spiel wieder abgeschmiert, wie ihr es vielleicht auch schon mal gesehen hattet. Und ja, nach 2 Minuten sollen wir was transportieren. Wie halt beim Film Der Transporter. Der Transporter. So, schicker Wagen auf jeden Fall. Achso, ich sollte auch mal schalten, ne? Dann haben wir vielleicht ein bisschen höhere Geschwindigkeit. So. Mal sehen, wo wir hin müssen ganz. Oh, ganz hin müssen. Und, okay. Auch richtig abgefahren zumindest schon mal. Schön Audi hier. Wie halt auch bei den Transporter. Nicht mehr viel Zeit, Sister. Ja, wenn ich mal wüsste, wie lange ich noch irgendwo hin brauche, dann könnte ich mich auch wieder ein bisschen beeilen. Was hat denn der? Noch 1 Minute. Ich habe keine Meteranzahl oder sowas. Kein Nitro. Aber das werden wir wohl schon hinkriegen hier. 43 Sekunden noch. Los und gib Gummi hier. Ist das hier ein Standardwagen oder was? Tritt aufs Gas. Ja, mach ich doch. Ich bin doch schon da. Was hast du denn? Dumm. Okay. Weiter geht's. Wenn du das schaffst, habe ich noch mehr Arbeit für dich. Errage die Raststätte innerhalb des Zeitlimits. Okay. Warum brauchen wir mal? Schneller, du hast nicht viel Zeit. Leg einen Zahn zu. Ja, ich habe kein Lachgas hier. Oder kein Nitro. Und schneller wieder Wagen hier kann ich auch nicht fahren. Meine Güte. Dann hättet ihr mir mal ein schnelleres Auto zur Verfügung stellen können. Häng dich rein, Baby. Ich weiß nicht, ob du das noch packst. Meine Güte, ich habe noch 1 Minute Zeit. Über 1 Minute. Ich glaube, die will aber auch unter Zeitdruck stellen. Oder, ja, setzen. Wir sind auch gut in der Zeit hier, denke ich mal. Da ich ja nicht sehen kann, wie viel. Ich gehe gerade auf die Uhr. Bist du bald da? Die Leute werden langsam ungeduldig. Ich hoffe, du bist gleich hier um die Ecke. Ja, es dauert noch ein bisschen, aber ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, ist ja gut. Meine Güte. Ich bin gleich da. Du bist schon echt okay, weißt du das? Oh, scheiße. Würde ich jederzeit was anfangen. Meine Güte. 16.800, wow. Erfolgreiche Lieferung. Du hast die mysteriöse Frau beeindruckt. Scheint eine vielversprechende Spur zu sein. Ja. Würde ich auch mal so sagen. Der neue Fahrer in der Stadt scheint wohl Interesse zu wecken. Halte Augen nach Hinweisen auf den Schmuggler. Okay. Ein Sprintrennen. Okay. So. Was haben wir denn noch so Schönes?
Wo sind wir hier? Okay, wir sind hier hinten ganz. Und ich müsste gleich nochmal was essen nach der Aufnahme. Ja. Racing-Teile. Gehen wir da mal hin. Und gehen mal in den Shop gucken. Autopapiere. Das sind ja unsere beiden Autos. Diesen Ford Escort hier. Nee, Ford. Doch, Ford Escort. Ach ja, stimmt, dann haben wir den noch. Einen schönen Dodge Charger. So. Aber ich möchte ganz gerne mal so. Okay, Stufe 2 ist noch gesperrt. Stufe 3 haben wir. Stufe 2. Okay, das ist auch noch gesperrt. Stufe 1. Okay. Also wir haben auf jeden Fall noch keine neue Stufe erreicht. Stufe 4. Das ist ja die, die wir jetzt auch haben. Nein, oder? Audi TT ist Stufe 3. Okay. Also bringt das noch nichts. Warten wir mal. Ab und so. Shop, Optik, Leistung. Schnellupdate, Handling. Nehmen wir mal das hier. Hatten wir ja noch nicht. Gesperrt. Power. Wir hatten ja gesagt, wir brauchen ein bisschen mehr Power. Was? Okay. Wir brauchen 60.000. Für die nächste Leistungssteigerung. Okay. Dann gehen wir mal wieder raus und gucken mal, ob wir noch mal was Schickes hier finden. Was haben wir denn noch? Oder haben wir noch einen neuen Job hier vielleicht? Nö. Wie es aussieht, nicht. Hier haben wir ein Sprintrennen. Mein Magen knurrt. Ich habe heute Morgen auch noch nichts großartig gegessen. Nur so einen kleinen Grießpudding mit Vollkorn. Aber ich hatte auch keinen Hunger noch. Nicht so wirklich. Okay. Vielleicht haben wir noch einen anderen Auspuff. Wenn man gucken kann. Na gut. Egal. Wir waren erstmal diese schöne Rennen hier. Gucken, ob wir das abservieren können. Also, ne, schön als erster beenden können. Dann fahren wir mal hier durch. Hoppala. Aua. Also, wie man sieht, die Abkürzungen sind nicht unbedingt immer Abkürzungen. Weil das ist sehr uneben da und rutschig. Also da haben wir nicht genug Grip drauf. Aber das finde ich ganz gut. Uiuiuiui. Junge, Junge, Junge. So. Aber wir sind noch Erster. Betonung auf noch. Dann müssen wir wieder ein bisschen runterschalten. Ein bisschen mit den Gängen spielen also. Ich schalte jetzt nicht hoch, weil wir so ein bisschen an Geschwindigkeit wieder verlieren. Und ich will jetzt auch gar nicht zurückgucken. Weil ich will auch gar nicht jetzt wissen, wer da so hinter uns ist. Nicht, dass ich noch wieder gegen irgendein Auto fahre da. Das war ein bisschen... Ja, nicht optimal. So schnell schon runterzuschalten oder so früh. Upsala. Man sollte doch wieder ein bisschen bremsen. Damit man doch wieder ein bisschen besser hier durchkommt. Und wieder neben der Straße hier. Okay, wir fahren mal hier lang. Ja, wir haben ein bisschen Nitro. Wow! Auf jeden Fall heben wir da schön ab. Und das war die Handbremse, die ganz schön reinhaut.
War vielleicht nicht so optimal, aber... Aber hier hat unser Audi TT ein bisschen Leistungsprobleme bei den ganzen Hügeln hier. Meine Güte. Wieder ein Gang runterschalten, hoch, runter. Auf und ab. Nein, ich schalte noch nicht, weil wir fahren noch um eine Kurve hier. Jetzt können wir einmal hochschalten. Ah. Wieso fahren die eigentlich schon mal so große Autos und wir können uns noch gar keine... Und wir können noch gar keinen kaufen. In dieser... Ja, Stufe. Jetzt mal vom... Oh, Geld abgesehen. Hast du das gesehen? Nein, und wir haben noch 74%. Oder wir haben schon 74%. Also 25% haben wir noch. Oh nein. Da müssen wir jetzt ein bisschen mehr Nitro einsetzen, damit wir hinter rankommen. Oh, und da ist unsere Motorhaube wieder weggeflogen. Ich glaube, unser Motor wird zu warm. Der hat mal eben die Motorhaube abgeschmissen. Okay, ja, dann fahren wir mal hier lang. Ob das jetzt so optimal war? Bezweifle ich. Aber wir sind wieder hinteran. Hinten dran. Hinteran. Okay. Oh Mann! Das gibt's doch nicht. 6% noch. So, das Nitro halte ich. So, wir haben es geschafft. Boah, das war aber ein Duell am Ende. 5600. Okay, Motor haben wir wieder eine Aufrüstung für gekriegt. Flucht. Was ist denn Flucht? Ist das Flucht hier? Flucht, ja. Mal zu den... irgendwie macht das nicht so viel Spaß. Das mit der Polizei. Checkpoint. Das ist neu. Meister-Event. Offen? Offen? Details. Stufe 7. 13 Kilometer Länge. Rekord 4 Minuten. Preisgeld 12.000. Okay, was ist hier, wenn wir jetzt hier auf Details gehen? Länge 10, Stufe 8. 12. Ah, also 8.000 haben wir da. Okay. Aber hier können wir auch jetzt gucken, wie viel Geld wir damit machen. Ah. 4.000. Stufe 5. Machen wir das hier mal eben wieder fertig oder so? Aha. Sachschaden. Kopf ausschalten. Ich weiß nicht, wollen wir das hier mal eben so ab... Ich fahr mal das hier. Das müssen wir eigentlich ganz gut hinkriegen. Wir haben ja genug Leistung. Wir werden mal sehen, ob wir da ein bisschen... Also ob wir wieder andere Rennen kriegen. Oder auch nicht. Sonst machen wir die hier mal fertig so. Kriegen zwar nicht so viel Geld dafür. Aber... Oder wir lassen das und wenn wir mal ein anderes Auto holen... Dass wir dann hier nochmal ein bisschen fahren. Oh, scheiße. Ah, jetzt fahr doch nicht nach. Meine Güte. Biegt er voll nach rechts ab, ey. Gucken wir mal, was daraus wird. Ob wir hier nochmal ein paar Rennen kriegen. Dann lassen wir das nämlich. Uah. Weil, ja. Beeil dich. Ja, wenn wir uns hier schon beeilen sollen. Okay. Wir wurden ja noch ein bisschen aufgehalten von diesem Taxifahrer da.
Gesetz, sonst machen wir hier. Wenn wir hier gut durchkommen, dann, ne? Dann kriegen wir... Upsala. Oder wir machen hier und gucken, wie viel Geld wir hiervon kriegen und so. Dann brauchen wir nur noch von den großen Rennen, sag ich mal so, nur noch ein paar Rennen von zu fahren, damit wir dann unser Auto aufrüsten können oder so. Weil hier kriegen wir jetzt 4000. Von den anderen weiß ich jetzt nicht, wie viel wir da kriegen, von den anderen Rennen. Aber wahrscheinlich gleich viel. So, oder vergleichlich gleich viel. Auch so um die 4000, würde ich sagen. Oh, sind wir einfach im Kreis hier gefahren, oder was? Weil, ja. Also zwei Checkpoints müssen wir noch. Aua! Ah! Fährt der denn lang? Da hatte ich nichts mit zu tun, dass er noch wieder zurückgekommen ist. Juhu! Oh, da ist unsere Motorhaube wieder abgefallen. Audi, Qualität. Alles klar. Bei so einer Fahrweise, dass dann die Motorhaube abfliegt. Okay. Da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. So, nächster Checkpoint. Eine Minute. Bonus. Okay. 70. Ne, 78% beendet. 80%. Dann fahren wir mal hier wieder runter von der Autobahn. Oder wir wechseln einfach nur die Autobahn. Okay, das mit dem Schalten, da muss ich nochmal ein bisschen mich reinfuchsen da, wie er seine Gänge gewählt haben möchte. Aua! Also ich versuche ganz gerne einen Allradwagen zu kriegen. Ich weiß nicht, ob jetzt hier ein Vorteil ist zwischen Heck und Allrad oder sowas. Können wir mal ausprobieren. Dieses Mal ein Allradwagen, ein Heck angetriebenes Auto zu kaufen. Und haben wir... Hey, Hübscher, hier ist Rose. Willst du eine Stange Geld machen? Du fährst doch gern Rennen, oder? In den Hills steigt heute Nachmittag ein großes Ding. Bist du dabei? Weiß ich noch nicht. Aha, sind wir hier oben wieder. Job neu. Details. Okay. Durch einen Hinweis der unbekannten Frau kannst du an einem großen Rennen in Sowest Hill teilnehmen. Ein Sieg würde dich sofort bei den Top Gangs der Stadt bekannt machen. Nein, will ich noch nicht. Boah, was sind das denn hier für Rennen alles? Neu. 8000. Zwei Runden. Stufe 8. Nein, das habe ich das angenommen. Oh. Okay, versuchen wir das mal. Eigentlich wollte ich nur ausmachen. Naja. Versuchen wir das mal. Ein Lexus. Könnten wir auch mal nehmen, ne? Ein Lexus. Als nächsten Wagen. Gar nicht mal so schlecht. Hat auch, glaube ich, entweder ein V6 oder ein V8. Und hat einen Heckantrieb. Wo wir gerade darüber gesprochen haben, ob das jetzt ein Vorteil ist oder ein Nachteil ist. Ein Lexus? Wieso nicht, ne? Aha. Ein Audi. Nissan Skyline. Könnte man ja sonst als nächstes wieder nehmen. Als Allradwagen. Obwohl ich den neuen gar nicht so gut finde. Also so schön. Also den. Nicht diesen Facelift, den es jetzt gibt, sondern. Boah.
halt den, der hier drin ist. Also, wir sind irgendwie einen Umweg gefahren. Wieso auch immer. Okay, wir sind 8. Position, aber wir haben jetzt 2 Runden, also gleich dann noch eine Runde aufzuholen. Hui. Guten Tag. Einmal hier durch. Ui. Wow. Was für scharfe Kurven hier sind, ey. Also wir brauchen ein bisschen mehr Leistung hier, glaube ich. Damit wir ein bisschen... Ja, ich könnte ja auch die Teile immer nach und nach aufrüsten, ne? Aber im Moment kommen wir ja noch ganz gut mit oder so. Wir brauchen ja noch nicht so wirklich aufrüsten. Sagte er und wurde überholt. Aber wir warten mal ab, wie wir uns schlagen. Wie gesagt, wir haben hier noch eine Runde. Okay, wir fahren mal hier lang. Achso, wir müssen sogar hier lang. Okay. Aua. Ups. So. Noch sind wir vorne. Können wir ein bisschen Stoff geben. Nitro, weil wir können ja 290 fahren. Wenn wir genug Leistung und dementsprechend auch den Anschwung haben. Zum Beispiel bergab. Upsala. Wie ich mich eben geduckt habe, damit ich gucken konnte. Naja. So. Wow. So. Ihr könnt ja sonst mal auch in der... Oh, scheiße, jetzt bin ich wieder... Habe ich wieder einen Umweg genommen, ja. Mal in die Kommentare schreiben, der bis hierhin mitgeguckt hat. Welchen Wagen würdest du denn nehmen? Oder was für eine Marke ist denn eure? So, Lieblingsmarke, die ihr dann nehmen würdet? Oder... Boah, ist der abgehoben oder was? Ich weiß jetzt gar nicht, welches Rennen wir jetzt gestartet haben. Dieses Mr. Racer-Rennen da, oder? Werden wir, glaube ich, gleich mal sehen. Oder war das ein anderes Rennen hier, was ich jetzt gestartet habe? Okay. Werden wir auch... Oh! Wow, leicht... Ups. Ey, sie haben was verloren. Hallo. Lass mich mal vorbei hier. Boah. Erst nicht vorbeilassen und dann abziehen hier, oder was? Wir müssen gleich mal die Spur wieder wechseln. Damit wir halt eine... Ne, eine kürzere Kurve haben gleich. Damit wir auch gewinnen hier noch mit unseren schönen Audi TT. Ah ne, das war das Rennen mit 8000, ne? Preisgeld. Genau, das war das. Wo ich gucken wollte eigentlich, wie viel Geld das einbringt. Oh. Die Leistung schwindet so ein wenig. Ein wenig Leistungseinbüßen hier im 6. Gang. Nochmal das letzte Nitro aus aufbrauchen und Ziel als erster. 8960. Wieso kriegen wir denn? Ach ja, stimmt. Durch den. Was ist das da? Einnahmebonus. 12% kriegen wir ja jetzt immer ja ein bisschen mehr Geld. Und ja. Damit würde ich sagen, beende ich die Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Auf den Daumen würde ich mich freuen. Und bis zum nächsten Mal.